Kannst du dich eigentlich noch erinnern, wie es damals losgegangen ist? Ja, es war auf alle Fälle arschkalt. Kanada liegt vielleicht auch ein bisschen höher als Deutschland, aber... Ich meine, das Allergeilste, also da war die Reise für mich schon vollkommen wert. Rüberfliegen, ich bin noch nie geflogen, das war interessant. Ach ja, ich erinnere mich. Nächstes Thema. Aber es gab zum Glück genug Sekt auf dem Flug, von dem her ging es klar. Ich muss es jetzt fast mal in die Kamera halten. Ich habe mir und der Lukas auch den Hoodie an, der mühevoll designt worden ist. Ein Stück. Ich weiß nicht, ob er das erkennt. Ich habe es einfach mal reingehalten. Wir hatten ja da immer den Englischunterricht vorher. Und das war ja auch mehr nur so Gruppenspiele spielen. Ich meine, das hat es an sich voll cool gebracht. Das war dann immer so eine extra Stunde, in die man eigentlich ganz entspannt rein ist, weil der Helmig unter uns ist voll der King. Aber das dürfen wir den normalen Schülern nicht sagen, weil sonst nehmen die den nicht mehr ernst. Cutte das am liebsten raus. Der ist übrigens der Lehrer vom Willi. Das lasse ich alles drin, Jonas, alles drin. Retro-Film uncut. Nee, weißt du noch, wie wir in Vancouver angekommen sind? Und dann erstmal mit der Bahn darüber gefahren sind zu unserem Hotel. Ja, aber wir sind halt ewig lang gefahren. Was war das, 16-Stunden-Flug? Vor allem ist das Beste, du kommst da an, dein Zeitgefühl ist vollkommen irgendwo anders drüben in Deutschland. Ja, die erste Nacht im Hotel, wir machen alle gestaffelt, so jeder überhaupt. Wir sind um 4 oder um 3:30 in der Früh aufgewacht. Man schaut raus, alle anderen sind schon wach, dann sind wir alle gesammelt um 4:30 erstmal jedes Mal ins Café gegangen. Weil in Kanada ist es so, die größte Mahlzeit ist Frühstück und deswegen haben wir uns jedes Mal vollgeschaufelt. Jetlag for the win. Aber ich meine, du kommst da an in Vancouver, du bist halt so Neuburg gewohnt, Ingolstadt mit ein paar Höschen. Und Vancouver, ein Wolkenkratzer nach dem anderen, alles mega ed gebaut. War der Februar, glaube ich, und es waren überall noch so Lichterketten und so, überall an den Bäumen. Das war schon... Oh, das war der Hammer. Am ersten Abend waren wir Doritos, glaube ich, essen. Irgendwas mit Fleisch. Boah, das weiß ich gar nicht mehr genau. Auf alle Fälle war das Essen viel teurer als die Lebenserhaltungskosten. Schön gesagt. Wir waren ja auch am Robinson Square, Eislaufen. Ach ja, auch. Das war der Tag, an dem wir die Aufnahmen flöten gegangen sind. Passiert. Immer schön Daten sichern. In Vancouver haben wir so viel gemacht. Das war schon, wir waren ja, glaube ich, in Vancouver da an diesem Fischmarkt, da wo der eine Typ mit seinem Boot war. Ja, da war so ein random Dude, wo wir einfach gefragt haben, ob wir mitfahren können. Und keine Ahnung, das ist voll nett. Und deswegen, ja, können wir mitfahren. Der war echt nice, der Typ. Und wir waren in der Old Spaghetti Factory, waren wir essen. Wie ihr merkt, ihr könnt in Vancouver überall essen gehen. Ich glaube, als nächstes waren wir noch im Fitnessstudio, kann es sein. Ja, da war doch der eine Überdude da mit seinem massiven Körper, aber hat die größten Lauchbeine gehabt. Vor allem, weil wir halt nichts Besseres zu tun haben, als in ein Fitnessstudio zu gehen. Und wir sind auch einmal mit dem Rad einmal außen rum gefahren in Vancouver. Ich habe ganz vergessen, dass Vancouver eine Inselstadt ist. Ja, am Ende von Vancouver, bevor wir dann weiter sind, waren wir bei dieser Hängebrücke. Das war doch der Tag direkt, bevor wir jetzt zur Fähre gefahren sind, ne? Mit Taxifahrer Helmig und Begleitperson Jordan. Der Helmig kennt sich halt super aus, der weiß genau, wo man hin muss und kennt die ganzen Wege gefühlt auswendig. Und Frau Jordan fährt halt hinterher. Gut. Ich finde, jeder hat ein Recht auf diese Information, dass der Helmig ein geiler Dude ist. Das Ganze wird mehr ein Werbevideo für den Helmig als für die Kanada-Fahrt. Und ich glaube, es könnte man bald in Victoria ankommen, wenn es mich nicht ganz täuscht, ne? Ja, ich bin da gerade. Ah! Victoria, gute Stories. Dass am nächsten Morgen halt ein Segelflug um Victoria anstand. Ja, der Rundflug, der war toll. Da waren wir dann auch an dem Strand, glaube ich, noch in Victoria. Haben sich dann auch ein paar Verrückte ins Wasser getraut. Ich würde mal schätzen, es hat 5 Grad gehabt oder 10 Grad. Und das Wasser war noch kälter und die Verrückten sind da reingegangen. Dann kommt der Teil, wo wir eigentlich dahin wollten, wo wir dann eigentlich ursprünglich hin wollten und sollten. Chilliwack. Chilliwack. Das habe ich bestimmt voll falsch ausgesprochen. Ja. Die Sade Secondary School war das. Da konnten wir unsere Unterrichtsfächer selber aussuchen. Ja. Also schon so eine halbe Ausbildung, die da hatten, nur halt themenspezifisch. Man konnte sich einen Großteil der Fächer aussuchen, aber man hatte so seine 3, 4 Fächer, die so Muss-Fächer waren. Aber dann konntest du halt andere Fächer belegen, zum Beispiel wie Kraftsport, da war es halt dann hauptsächlich im Gym. Gitarrenunterricht war es bei mir noch. Ich war noch beim Werken und es gab mich dann irgendwie so nach 2 Tagen festgestellt, habe noch eine Filmklasse. Dann bin ich da auch noch hin. Ah, mit denen haben wir uns ja dann auch ein Eishockeyspiel angeguckt. Oh ja, das war doch gleich am ersten Tag, ne? Auf alle Fälle, in Kanada ist wirklich Eishockey der Shit schlechthin. Mhm. Und deswegen ist halt die Stimmung in diesem Eishockeystadion hammergeil. Ja, Sportunterricht.
Ah, wir waren mit Pferden unterwegs. Ja. Übelst kalt draußen, da war da dieses kleine, also das war mein Kampfpferd. Nee, Kampfpony. Boah, Jonas, weißt du noch die Schneeballschlacht, die wir gemacht haben? Jo, das war so eine Art, eine Mischung aus Fangen und Schneeballschlacht war das, glaube ich, ne? Ich meine, die waren da drüben auch super freundlich. Gerade das Rugby-Training. Genau, und da wollte ich mal ein bisschen im Training mitmachen und schauen, was ich so kann. Hat Spaß gemacht. Nee, das Beste. Jonas ist halt so ein bisschen größer und so ein bisschen breiter und so ein bisschen kräftiger. Spielt einmal mit und die Kanadierinnen sind so, ey, du musst unbedingt zu uns in Rugby kommen. Ey, wir werden ja alles gewinnen. Und dann seitdem musste Jonas jedes Mal mitspielen. Ja, 4 Trainingseinheiten oder so war ich bei denen dabei. Da ich halt, naja, ein bisschen größere Hände habe, war das Fangen jetzt nicht so wild. Ja, da haben wir so verschiedene Spielzüge trainiert gehabt. Aber da hat es mich zerlegt. Du, aber ich meine, wenn wir so als Mitreisestudenten oder sonstiges mal wieder mit müssen nach Kanada, ich würde da gerne mitfliegen mit dem Austausch. Ich würde da auch Aufsichtsperson machen. Das ist eine Erfahrung, die es definitiv wert war, erlebt geworden zu sein. Von dem her, wir wünschen euch viel Spaß bei Kanada und immer schon auf dem Helmich aufpassen. Er ist cool. Oh, bist du süß. Ja, ne, ich weiß. Wunderbar. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet uns ertragen. Hauen Sie rein. Ciao.